Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Hitman Contracts. Ja, wir befinden uns immer noch in der Mission mit Lee Hong hier. Haben schon einiges versucht in der letzten Folge, sind aber noch nicht weitergekommen. Ich frage mich halt, wie wir Lee Hong erledigen wollen. Der ist immer von seinem Leibwächter umgeben. Wir können uns vielleicht nochmal ein bisschen umschauen als Bodyguard. Also, als Koch kommen wir hier erstmal nicht weiter. Und als Bodyguard haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was entdeckt. Unter anderem auch, wo wir jetzt so eine Ausrüstung herbekommen für die Wachen, die sich hier unten aufhalten. Ob das aber so, so gut ist, weiß ich nicht. Hier, den könnten wir auch noch ausschalten. Der ist auch seelenallein hier draußen. Aber ich würde mir noch ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Weil ich möchte eigentlich ungern, dass wir nachher auffliegen, weil dann die eine Wache wieder aufwacht, die wir ausschalten. Wir können uns hinten in der Toilette von dem Barkeeper vielleicht nochmal umschauen. Ich glaube, wir sind da einmal schon mal drin gewesen, aber ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt auch akribisch mal umgeschaut haben. Hallo, hallo. Wundert mich halt, dass hier hinten jetzt nochmal so ein Raum ist. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass da jemand drin ist. Ja, jetzt kann ich ja. Oh, der Deckel ist sogar noch warm. Okay, hier ist scheinbar auch nichts. Ja, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwie was. Vielleicht können wir mit dem Barkeeper nochmal sprechen. Jetzt, wo wir unten waren. Der hat auch nichts zu sagen. Guck mal hier, Abführmittel. Abführmittel. Cyanid verursacht eine histoxische Hypoxie, die die Zellatmung lähmt. Dies führt wiederum zum sofortigen Absterben der Zellen. Auch als Cyan-Kali bekannt. Ja, okay. Hier haben wir die Safe-Kombination. Vielleicht können wir mit dem Abführmittel das nochmal ausprobieren. Weil dann stirbt der Bodyguard ja nicht gleich und schießt wild um sich. Das hatten wir ja in der letzten Folge gesehen. Mit dem Abführmittel kriegen wir den dann vielleicht sogar weg. Also von Lee Hong. Dass wir so freie Bahn haben. Auf unser eigentliches Ziel. Dann müssten wir nur noch die Jade-Figur einmal finden. Wo kommen wir denn wieder runter? Hier. Ich habe auch gedacht, vielleicht, als Bodyguard werden wir unten im Keller ja angeschossen, wenn wir uns da bewegen. Komischerweise, also was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil wir ja auch zu den Wachen gehören. Vielleicht können wir uns hier unten ja aber als Koch bewegen, weil hier vorne steht ja auch einer. Der darf ja hier sein. Wir können das ja mal austesten. Ich meine, hier vorne gibt es ja direkt so einen Raum. Wo zwei Wachen drin stehen. Oder auch die hier. Ja, die schießen nicht auf uns. Als Bodyguard haben die halt direkt auf uns geschossen, deswegen war das so ein bisschen unpraktisch hier mit der Bodyguard-Verkleidung. Aber als Koch können wir uns hier scheinbar frei bewegen. Ich würde jetzt das mit dem Abführmittel oben nochmal versuchen. Vielleicht sollen wir dafür das tödliche Gift mal aus dem Inventar entfernen. Okay, können wir gar nicht. Ich hoffe, er nimmt jetzt das richtige Gift. Wenn nicht, sind wir aufgeschmissen. Ja, dann geh mal zuerst, bevor wir jetzt hier gleich auffliegen.
Bisschen paranoid hier, der Kollege. Hey, Rundauge, bring diese Suppe zu Mr. Hong. Ah, okay, hier. Suppe mit Abführmittel versetzen. Nehmen wir das doch mal und dann testen wir das so mal aus. Weil dann dürfte der Bodyguard, der die Suppe ja probiert, einfach nur auf Klo rennen. Und Li Hong wäre dann allein in dem Raum. So, das kennen wir schon. Schauen wir mal. Ja, probier du mal. Ja, schmeckt gut, ne? Ja. Und da rennt er auch schon. Ja, und ich glaube, wir haben hier freie Bahn. Wir ziehen den mal so ein bisschen weg hier. Ah ja, da hat er auch sein Schwert, auf das wir ja aufpassen sollten. Ein Schlag mit dem Schwert und man ist tot, so heißt es. Ich würde ihn hier mal so ein bisschen hinter den Tisch ziehen. Da haben wir noch die Safe-Kombination aufgenommen. Ja, hat keiner mitgekriegt. Ich hoffe, die Leiche wird jetzt auch nicht gefunden. Wäre halt schade. Ich guck mal kurz. Ja, Li Hong ist erledigt. Wir müssen die Jade-Figur noch finden. Und wir wissen ja, wir müssten einmal in den Keller, um dort den Agent zu befreien. Ja, hat geschmeckt. Ja, das hat ihm geschmeckt, ja. Könnt weitermachen. Ja, wir wissen, wir werden unten auf jeden Fall als Kochen nicht erkannt. Deswegen machen wir uns als Koch mal unten auf. Und gucken mal, ob wir denn auch zu dem Agent überhaupt reinkommen. So, Leute, und bevor wir da jetzt gleich durch die Doppeltür gehen, würde ich nochmal speichern vorher. Wir sind jetzt schon wieder ein gutes Stück weiter als vorher. Ja, das ist halt so berühmt-berüchtigt für die Hitman-Teile, ne? Man muss sich wirklich erstmal immer einen Überblick verschaffen. Speichern und laden gehört genauso dazu wie manchmal auch zu sterben. Das ist ganz einfach so. Woher soll man sonst auch die Map kennen oder ja verschiedene Kniffe? Es wird in den neueren Hitman-Teilen etliche Lösungswege geben, jemanden zur Strecke zu bringen. Hier in den alten Teilen ja, hat man immer nur so ein paar Möglichkeiten. Ja, das ist noch eher spärlich gesät. So, wir halten uns immer so ein bisschen fern von denen. Ne? So, was haben wir hier? Da sind wir schon an einem Raum vorbei. Gucken uns hier mal kurz so ein bisschen um. Oh, guck mal, die Gänge hier sind gar nicht verzeichnet auf der Karte. Ist ja auch witzig. Das ist ja krass. Okay, ja, hier wollen wir aber auch gar nicht hin. Wir wollen jetzt zu dem Agent. Gucken, kommen wir von da aus rein? Natürlich nicht. So, da steht zwar eine Wache, aber ich weiß nicht, ob die irgendwas sagt, wenn wir jetzt hier reingehen. Der sieht immer noch aus wie im ersten Teil hier mit seiner Boxershorts. Danke. Ich brauche Li Hongs Jade-Figur. Mir wurde gesagt, sie wüssten, wo sie ist. Sie ahnen ja nicht, was die mir angetan haben. Mein Gott. Wo ist die Jade-Figur? Im Safe. Hongs Büro. Hinterhaus. Das wollte ich hören. Vorsicht vor Zun. Verdammter Bastard. Hat mir das hier angetan. Sie müssen ihn loswerden, wenn sie zu Hong wollen. Wird nicht einfach sein. Zun sieht alles, hört alles und überprüft jeden Raum. Er kostet sogar Hongs Essen. Und Hong, dieser verrückte Mistkerl. Er hat ein Giftschwert. Ein Kratzer und sie sind tot. Alles klar. Und jetzt verschwinden sie. Ja, danke. Ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen. An einem angenehmeren Ort. Ja, vielleicht tun sie das.
Ja, und tschüss. So, wir kennen jetzt die Position des Safes. Ja, in Li Hongs Haus. Gut, müssen wir mal gucken. Anwesen, erster Stock. Ja, da sind wir schon. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir uns hier noch frei bewegen dürfen. Ja, scheint so. Hier geht es nämlich zum Fahrstuhl zu Li Hongs Haus. Die Vordertür würde ich nicht unbedingt nehmen. Dort kommen wir nicht weiter. Ja, vielleicht können wir das auch versuchen. Aber da müssen wir uns dann sowieso reinschleichen. Mit dem Fahrstuhl weiß ich halt nicht, ob wir hier an den beiden Wachen vorbeikommen. Und das hatte ich in der letzten Folge angesprochen. Hier, die stehen eigentlich so schön. Dass man hier vielleicht nochmal gucken kann, was es hier so in dem Raum gibt. Ja, eine Verkleidung wäre halt ganz cool als Wache. Also hier gibt es auch noch etliche Räume und Gänge, die nicht auf der Karte sind. Da steht auch schon wieder einer. Mir wäre es halt lieber, wenn wir so eine Verkleidung hätten, wenn wir ins Haus gehen. So, den Gang sind wir eben schon lang gegangen, aber noch nicht zu Ende. Wir suchen hier nochmal so ein bisschen ab, um auszuschließen, dass wir auch nichts übersehen. Ach, guck mal, hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Waffenlager wieder. Was haben wir hier? Präzisionsmunition. Da haben wir nochmal einen Koffer, wo wir das Präzisionsgewehr reinpacken könnten. Ja, das hilft uns aber alles nicht. Wir brauchen eine Verkleidung. Okay, hier wäre auch noch ein Safe. Ja, also genügend Waffen und Munition sind hier vorhanden, um Krieg zu führen. So viel kann man schon mal sagen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier wieder. Ja, guck mal, die beiden Räume hier sind sogar noch eingezeichnet. Wir sind ja vorhin schon mal hier lang. Okay, eine Verkleidung finden wir jetzt so nicht. Da müssen wir wirklich mal gucken, ob wir als Koch auch in das Haus reinkommen. So, hier haben wir auch noch nicht reingeguckt, ne? Ist auch nur ein Gefängnis. Hier waren wir schon drin, aber da gab es nichts, ne? Nee. Oh, fast in die Arme gelaufen. Ja, das wundert mich halt, dass wir hier als Bodyguard unten uns nicht so bewegen können, wie zum Beispiel als Koch. Da haben wir schon sehr viel mehr Freiheiten. So, wir rufen den Aufzug erstmal nur. Und dann gucken wir mal, wir speichern einfach nochmal. Wir können auch viermal speichern sogar. Sind eigentlich gut davor. So, die machen nichts. Das ist schon mal gut. Und dann fahren wir zum Anwesen hoch. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht so viele Wachen. Und vor allen Dingen, dass der Bodyguard auch nicht hier ist. Ja, Tarnung ist aufgeflogen. Das habe ich mir schon fast gedacht. So wird das nix. Können mal gucken, dass wir uns vielleicht einmal so in die schleichende Position begeben. Alter, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier so weiterkommen, Leute. Ja, das heißt, wir brauchen tatsächlich eine Verkleidung. Die haben sich im Blick. Das hilft nichts. Muss mal gucken, ob wir an den rankommen. Beziehungsweise hier war doch auch noch einer. Ja, der steht natürlich so, dass er uns sehen kann.
Einen müssen wir ausschalten, damit wir an die Verkleidung kommen. Das nützt nichts. So, hier müssen wir auch nochmal durch. Nehmen wir doch den hier. Na, wie haben die das denn jetzt spitz gekriegt? Dürfen die doch eigentlich gar nicht gesehen haben. Ja gut, dann müssen wir nochmal. Ach Mist. Hat sich direkt umgedreht. Noch mal versuchen. Okay, da haben wir die Tür sogar langsam aufgemacht. Trifft sich ja gut. Ja, hat keiner gehört. Hat keiner gehört. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, dann gehen wir hier nochmal lang. Sei es drum. Ja, moin Leute. So, auf zum Anwesen. Jetzt dürfen wir uns hier zumindest frei bewegen. So, wir gucken mal. Wir müssen da irgendwo hoch. Das heißt, wir müssen da auch irgendwo rein. Boah, immer sehr riskant, hier an den Wachen so nah vorbeizugehen. Okay, da geht es nochmal in den Keller, vermutlich. Ich weiß nicht, wo der Tresor ist. Können wir ja mal gucken. Ah ja, hier ist unser Fluchtboot. So, wo ist denn die Treppe nach oben? Müsste hier auf der anderen Seite sein. So, wir speichern nochmal. Ah, Tresor ist dann vermutlich hier oben irgendwo. Ich hoffe, dass wir nicht dem Bodyguard jetzt noch irgendwie in die Arme laufen. So, kein Tresor. Hier ist einer. Oh, hallo. Ja, geh ruhig. Da haben wir die Jade-Statue, Leute. Könnt ihr noch wieder schließen? Gehen Sie zum Ausgang. Ja, machen wir dann mal. Das dürfte das, dann das Motorboot hier unten sein, das wir gesehen haben. Ja gut, also der Rest war jetzt relativ einfach, wenn man weiß wie. Geil. Der guckt sogar noch zu und kratzt sich am Kopf. Was ist hier gerade passiert? Für Ihre Bewertung als lautloser Killer haben Sie folgende Bonuswaffe erhalten. Mikro-Uzis mit Schalldämpfer. Ja geil. Das ist unsere Gesamtwertung hier. 4 Kopfschüsse, 7-mal Alarm ausgelöst. Ja, leider lief die eine Mission nicht so super. Gucken wir uns mal die nächste an. Jäger und Gejagter. Dieser Raum. Diese Kugel. Es gibt für jeden eine Kugel. Irgendwann. Irgendwo. Alles hat ein Ende. Ja, vielleicht muss es so sein. Sie können sich nicht ewig verstecken. Geben Sie auf, dann geschieht
Inspektor, Sie wissen entschieden zu viel über mich. Das mag ich nicht. Auch nicht als Toter. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich uns freikämpfen. Wir gucken einmal die Einsatzziele an. Hier ist Diana. Es gibt Arbeit. In der Opéra d'Orléans in Paris, um genau zu sein. Sie haben 3 Zielpersonen. Alle 3 sind am Freitag in der Oper. Ihr erstes Ziel ist der portugiesische Tenor Philippe Berchoes. Er singt in der Tosca-Inszenierung den Mario Cavaradossi. Sein langjähriger Freund, der amerikanische Botschafter Richard Delahunt, gehört zu den geladenen Gästen. Sein Begleiter ist Inspektor Albert Fournier von der Hauptstadtpolizei. Eliminieren Sie alle 3 Zielpersonen. Wir haben an der Garderobe unter dem Namen Fletch Fischer ein Päckchen hinterlegt. Es enthält einige nützliche Gegenstände und weitere Informationen über die Zielpersonen. Hals- und Beinbruch 47. Bei diesem Job geht es um sehr viel Geld. Okay, also ich wundere mich jetzt gerade, dass hier die beiden Ziele schon erledigt sind, aber das ist dann vermutlich das Einsatzziel der eigentlichen Mission, wo wir hier angeschossen worden sind. Und jetzt haben wir hier halt noch den Inspektor, den wir eliminieren sollen. Und dann sollen wir zum Flughafen fliehen. Wir sollten hier den Botschafter Richard Delahunt töten. Richard Delahunt, der frühere Gouverneur von Massachusetts und ehemalige Präsidentschaftskandidat, ist zurzeit der Botschafter im Vatikan. Und hier der Tenor Philippe Berchoes oder Berchoes, wie auch immer. Der temperamentvolle Tenor spielt eine besondere, wenn auch unklare Rolle in Delahunts Operationen. So, und hier der Inspektor, den haben wir noch offen. Inspektor Albert Fournier von der Metropolizei hat schon immer gerne Schmiergeld angenommen. Nun wird er aber größenwahnsinnig und versucht, seinen Einfluss auszuweiten. 3 wichtige Zielpersonen halten sich am Freitagabend gleichzeitig in der Opéra d'Orléans in Paris auf. Unser Kunde möchte alle 3 Personen tot sehen. Ihr erstes Ziel ist der portugiesische Tenor Philippe. Er singt in der Aufführung von Tosca de Mario Cavaradossi. Zielperson 2 ist sein Freund, der amerikanische Botschafter Richard Delahunt. Ihr drittes Opfer ist der gemeinsame Freund der beiden. Es handelt sich dabei um Albert Fournier. Einem Inspektor der Hauptstadtpolizei weitere Informationen und einige nützliche Hilfsmittel finden Sie in der Garderobe der Oper. Wir haben dort unter dem Namen Fletch Fischer ein Päckchen für Sie hinterlegt. Eliminieren Sie alle Zielpersonen und fliehen Sie dann zum Flughafen. Ja, Leute, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wir müssen hier fliehen. Die Polizei ist uns auf den Fersen und es wird spannend. So viel kann ich euch versprechen. Schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein und ja, lasst auch gerne einen Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin, liebe Leute.